Bärenwacht, oh liebe Bärenwacht, wo ist der Bär? Bärenwacht, oh liebe Bärenwacht, lagert der Sturm Mantel. Tag. Die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee. Ah ja. Klappern so laut wie Töpfe in der Küche. Stehl im Pferd. Nee, lass mal. Wer ist da? Eine Hexe? Ah, nur eine Hexe. Ich dachte gerade einen Hexenraben. Oh, ficken, 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 später. Und ein bisschen. Naja, ein bisschen, bisschen, bisschen. Das darf so schön sein, wenn du mich fickst. Wer bist du? Noch weitere Hexen? Ich bin jämmerlich. Wieso sollte ich eine Hexe Gnade erweichen? Erweisen. Bin ich immer noch betrunken? Meine Fresse. Weißt du, Fels? Ich war da drüben bei Bären. Heilige Scheiße. Ach nee, es war das Lager der Sturmmäntel, da war. Das war etwas anderes. Nun gut, ich brauche einen Fluch der Nesseln. Gebt den Fall. Ficken. Wer war das? Ah, nee, ein Hexenrabe. Nee, never ever. Never ever. Wenn ich einen Hexenrabe töten muss, können wir. Wenn ich einen Hexenrabe töten muss, können wir das Ganze vergessen. Ich geh da mal. Das ist die falsche Richtung. Das ist Richtung Hexenrabe. Ah. Nee. Ich glaube, ich bin mit dem Leben davon gekommen. Heilige Scheiße, eine Hexenrabe am Arsch. Ich habe keine Chance gegen die Viecher. Kann ich mir gleich eine Kugel ins Hirn jagen? Okay. Segen der Natur, am Arsch. Scheiß auf den Segen der Natur. Gehen wir zu Dämmerwacht. Gehen wir nicht zu Dämmerwacht. Ist viel zu weit weg, meine Scheiße. Ist grün. Yippie. Auf nach Windhelm. Loraiso. Yippie. Auf. Doch, Citro? Das gibt es doch nicht. Ich sitze hier fest. Hier. Meine Mutter. Problem? Der arme Cicero steckt fest. Seht ihr es nicht? Ich habe meine liebe Mutter transportiert. Nun ja, nicht sie. Ihr Leiche. Bitte was? Sie ist ziemlich tot. Okay. Ich bringe Mutter in ihr neues Zuhause. In eine neue Gruft. Friedhof. Da, das Wagenrad. Das verdammte Wagenrad. Ist kaputt. Seht ihr ich wollte eigentlich doch Windhelm. Ja, der freundliche Fremde kann sicherlich helfen. Geht zum Bauernhof von Loreus. Da drüben an der Straße. Redet mit Loreus. Er hat Werkzeuge.
Er kann mir helfen, aber er tut es nicht. Er weigert sich. Überredet Loreus, mein Rad zu reparieren. Wenn ihr das schafft, wird der arme Cicero euch belohnen. Mit Münzen. Oh, Münzen, ich mag Münzen. Schimmernden Münzen. Folgendes. So. Hab ich ihn nicht gerade getötet? Hier. K-I-L-L. K-I-L-L. Gut, ich töte ihn nicht. Der ist ja nur ein Anhänger der dunklen Bruderschaft. Wieso sollte ich ihn da jemals versuchen zu töten? Oh, meine Bauernhof. Ich bin Cicero. Ich bin ein Vollidiot. Als ob der offen hat. La, warten. Warten mal bis hier. Ich habe glaube noch nie in diesem Let's Play geschlafen. Sollte ich mal nachholen. Ist immer noch geschlossen. Nochmal 4 Stunden warten. Mach mal auf, den Schüssel hier. Hä? Loreus. Ach, um Maras Willen, was gibt es denn jetzt? Ihr meint diesen Cicero? Ja. Erzählt mir mal was Neues. Dieser Spinner. Heilige Scheiße, ist die Frau hässlich. Meine Antwort hat ihm wohl nicht gefallen. Warum kann er uns nicht einfach in Frieden lassen? Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Ja. Habt ihr den Mann gesehen? Ja. Er ist völlig verwirrt. Ja. Ein hier im Himmelsrand? Vielleicht. Derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Tja. Der schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Das ist eine Leiche. Es sei ein Sarg. Und dass er seine Mutter begraben will. Wenn das seine Mutter ist, da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Tu das Richtige. Er weiß wohl selber, was nun, das Richtige ist. Es gibt da diese Wache. Patrouilliert die Straße, auf der dieser verrückte Hofnarr unterwegs ist. Sie kommt ziemlich oft hier vorbei. Ihr könnt den Verrückten doch melden. Wie wäre es, wenn ihr behauptet, er habe irgendetwas Rechtswidriges getan? Hä, nein! Dadurch wäre ich ihn wenigstens los. Was meint ihr? Nein. Na schön, wie ihr wollt. Aber ihr täuscht euch. Seht euch diesen Verrückten doch nur an. Ich weiß nicht, was es ist, aber er muss einfach irgendetwas verbrochen haben. Eigentlich hätte ich es tun sollen. Gut, ich schwärze ihn an. Wo schwärzt man wer an? Da vorne schwärzt man wer an. Ich möchte euch anschwärzen. Denn er hat deine Leiche. Das hat sie getötet. Ist risky business hier. Ihr solltet vorsichtig sein. Ich speichere nur, falls er mich töten. Ihr braucht etwas? Ich möchte ein Verbrechen. Ach, wirklich? Raus mit der Sprache. Dieser Mann hat Leute getötet. Was ist mit ihm? Er ist ein Teil der... Was? Oh. Während meiner Wache. Scheiße. Vielen Dank für den Hinweis, Bürger. Ach komm, der. Versichert, dass ich mich dieser Sache Sie ist ein Spassi der schwarzen Bruderschaft. Ich bin sicher, der kann das weg. Oh. Oh. Ich bin gar nicht hier, beachtet mich gar nicht. Hände reib.
ihr da? Dummkopf! Stehen bleiben! Ihr werdet eines Vergehens gegen die Gesetze dieses Landes beschuldigt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Was? Ein Verbrechen? Ich? Absurd! Der arme Cicero steht doch nur hier! Cicero liebt die Ordnung! Oh ja! Die dunkle Ordnung. Ihr seht aus, als wärt ihr nicht ganz bei Verstand. Und was ist da wohl in diesem Sand, hä? Vielleicht wirken ein paar Nächte in einer Zelle, ja. Aha. Aha, du hast eine Ex in einem anderen Leben ganz schön die Hölle heiß gemacht. Jetzt. Exen halten zusammen. Ich habe ihn angeschwärzt. Und? Ist es vollbracht? Ja. Habt ihr den Verrückten der Wache gemeldet? Ja. Ich hatte doch gleich ein gutes Gefühl, was euch betrifft. Hier, mein Freund. Ja, ich bin die netteste Person der Welt. Soll dieser kleine Verrückte 2 Wochen in einer Zelle schmoren? Wie wär's? Jetzt machen wir was Lustiges. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Wir warten jetzt hier, bis hier was passiert. Dann folgen wir ihnen. Das klingt nach einem super Plan, ne? Hier passiert recht wenig. Hier passiert einfach gar nichts. Hier passiert nichts. Hier warten wir nochmal 24 Stunden. Hier passiert nichts. Hier passiert gar nichts. Was ist das? Die Verbrecher werden hier frei rumlaufen gelassen. Reus wird für seinen Verrat zahlen. Oh, und wie er zahlen wird. Und ihr wart keine Hilfe. Überhaupt keine. Ja. Oh, ich bin Cicero, ich bin nur Waschlappen. Ich bin traurig. Oh nein, ich bin Cicero. Hey, er war ein Verbrecher. Ganz ruhig. Heilige Scheiße, ein Drache, ernsthaft? Ich wollte hier nur mehr töten! Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Jetzt? Ich? Wirklich? Das ist nicht die Zeit! Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Liebesgut ab, dann... Hier ist ein Drache! Hier ist ein scheiß Drache, du Vollidiot. Um der Götter willen, Salve. Wen glauben wir, hier mit unseren alten Kriegswunden einschüchtern zu können? Wir sind keine Soldaten. Was ist hier alles? Der Horik trägt seine alte Armeerüstung. Wo bin ich? Dämmerstern? Ich bin in Dämmerstern? Wie zur Hölle bin ich nach Dämmerstern gelangt? Wenn ihr nicht hier seid, um dieses Albtraumproblem zu lösen... Genau. Dämmerstern. Ich wollte nur Cicero töten! Dieser Priester der Mara, der vor euch hier war, sagte, dass die Götter uns heilen werden.
jagen. Ich wollte nur Cicero. Habe ich mit Fremdlingen nichts zu besprechen. Die Drachen greifen nur an, weil Talos wütend auf uns ist, denn wir haben uns von ihm abgewendet. Sobald wir das Kaiserreich aus Himmelsrand vertreiben, werden die Drachen verschwinden. Denkt an meine Worte. Behelligt mich nicht mehr. War hier nicht eine Frau? Ich war eine Frau. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Riftom. Es ist, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen. Hab ich irgendwas verloren, was wichtig ist? Ich glaube nicht. Gut. Sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so. Was haben wir hier? Das Quests will ich. Sprich mit dem Anführer der Dämmerwacht. Signatur können wir nicht. Wie zum Beispiel? Ich bin einfach hier oben plötzlich. Karte aktualisiert? Wieso? Was wurde aktualisiert? Was passiert? Ich habe nicht zugehört. Meine Fresse. Ich weiß, da unten war ein Vollidiot mit einer dummen Quest. Ich will. Ja, ist wohl so. Fahren die irgendwo hin? Aha, ich kann unter Wasser atmen. Ich bin die bessere Rasse. Ich bin Aria, Argonia. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, auf dem Wasser zu verbringen. Jeder denkt, ich wäre durch Vererbung, wie meine Männer gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Was ist passiert? Sonst. Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, habe ich nicht. Ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen. Okay. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Wenn euch das Segeln erst einmal gepackt hat, lässt es euch nicht mehr losgehen. Aber ich brauche das Gold. Was? Ich könnte dieses Schiff besser führen als dieser Junge, der sich. Ich bin ein kleiner Scheißer. Ich bin so viel besser als alle anderen. Huch, da will ich hin. Ich will da rein. Will ich da rein? Ist doch Tag. Was für Zeit. 7 Uhr morgens. Warten wir mal 4 Stunden. Die haben eben noch alle geschlossen. Wie zum Fick soll ich Hausfriedensfrucht begehen, wenn. Ich bin eine Stufe, wann ist das passiert? Wunderbar. Kann ich hier rein? Ich brauche einen Job. Ich habe noch keinen Bock. Hallo. Ich habe kein Mittel gegen Albträume. Okay. Ich hatte Albträume. Tschüss. Wo sind diese Waschlappen? Das sind Steine. Diese Steine. Werden steinig sein. Es sind ja Steine. Was erwartest du? Bist du dumm? Ist hier irgendwo irgendwer? Kind! Ihr braucht etwas? Wozu die Eile? Eile. Den Bergmann an Proviant und Ausrüstung. Hallo? Kind? Ah, da. Aber ich darf die meisten Nächte am Feuer im Gasthaus schlafen. Bist deine Eltern? Sie sind. Tot. Ah ja. Mein Vater war Seemann. Er hat mich auf seiner letzten. Er ist einige Tage danach gestorben. Will ich dich nicht adoptieren, was zur Hölle? Aber es ist hier ist wer drinnen.
Mama, darf ich mit Ihnen reden? Es ist meine Ihr Pflicht, besucht Dämmerstern zu einem schlechten Zeitpunkt. Die Gemüter kochen hoch. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Ja. Das machen viele in diesen Tagen. Nein. Ich empfehle die Taverne Arbeit. Zum windigen Gipfel. Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Skald unterstützt uns. Er ist ein Dummkopf. Bla. Ich bin schon mein ganzes Leben. Ah, hallo. Das Kaiserreich eure mehr Hände als bei euch, wenn der Legat in der. Oh. Das wäre mir. Oh, hups. Das ist falsch. Auf euch auf. Ja. Tschüss. Was mache ich nur? Hallo? Was ist du interessant? Heilige Scheiße, habe ich dich gerade fest eingeschubst. Nicht kommen sollen. In Dämmerstern gibt es keine Ruhe. Was macht ihr? Mir gehört die Eisenbrechermine. Wir machen doppelt so viel Geld wie diese Horker ah, ja. Quecksilbermine. Ah, ja. Egal, was irgendwer behauptet. Ah ja. Wenn ihr nach Arbeit sucht, ich zahle gut für Eisenerz, das ihr schürfen könnt. Ah ja. Jarl Skald der Ältere. Er ist in der Weißen Halle und redet wahrscheinlich ah, ja. mit Ulfric, als verkörpere er den zurückgekehrten Talos. Ah ja. Interessant. Also gut. Ich bin nicht hier, beacht mich gar nicht. Ich hoffe, ihr habt nicht vor, mich zu bestehlen. Du beachtest mich. Ich bin nicht beachtenswert. Geh in dein dummes Haus. Ah, sie sitzt auf der dummen Bank. Ich brauche einen Job. Bitte. Du da. Ich kann euch zu jedem Hafen entlang der Küste bringen. Okay. Wow, toll. Bis andermal, fick dich.